Hier ist er wieder, der Mann, der es einfach nicht lassen kann und immer weiter Let's Played. Willkommen zurück bei Knights of the Old Republic. Da bin ich wieder nach einer kurzen Aufnahmepause. Yavin-Station, denke ich mal, soweit geklärt. Machen wir uns also auf den Weg nach Korriban, wo wir zwecks Sternenkarte noch hin müssen. Und darüber hinaus sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, was das Quest angeht. Natürlich ein bisschen bedauerlich, dass wir Bastila verloren haben. Da gibt es leider keine Möglichkeit, dass wir die an der Stelle schon retten. Aber das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Und vielleicht ergibt sich da noch die ein oder andere Gelegenheit, den Spielsherd doch nochmal rumzudrehen, wenn wir Malak dann im Endeffekt irgendwann konfrontieren. Also, die Galaxiekarte. Geschick ist erledigt. Was? Ja, Dantooine dürfen wir anscheinend nicht mehr anfliegen. Das heißt, irgendwas scheint da tatsächlich passiert zu sein. Unser Ziel auf jeden Fall Korriban in diesem Moment. Dann verlassen wir erstmal die Yavin-Station. Zum nunmehr zweiten Mal, einmal, mindestens einmal werden wir noch wiederkommen. Das war dann der Hyperraumsprung, dieses Mal also keine Sith-Jäger und ein neuer Traum. Da ist sie, die Sternenkarte, dieses Mal offensichtlich in einer Art Raum mit zerstörten Statuen drumherum. Und damit landen wir nunmehr zum allerersten Mal auf der alten Welt der Sith. Der Planet, wo die Rasse Sith tatsächlich herkommt, jene rothäutigen Wesen, die von den ersten, eine Gruppe von dunklen Jedi versklavt worden ist, die daher den Titel Dunkler Lord der Sith ableiten. Die Spezies ist längst ausgestorben, aber den Titel, der hat überdauert und ist namensgebend geworden für jene Jedi, die die dunkle Seite der Macht nutzen. Dann schwatzen wir mal wieder mit unserer Crew. Was braucht ihr? Wollt ihr euch unterhalten? Über was soll ich reden? Ich will im Moment nur eines. Ich verstehe. Gut, dann hat er die ganze Aktion von vorhin schon vergessen. Ihm geht es immer noch um seinen Sohn. Das heißt, Carve wird uns auch auf jeden Fall begleiten hier. So viel steht schon mal fest, denn wir werden ja hier seinen Sohn finden, hoffentlich. Jorni. Wie kann es möglich sein, dass ihr Revan seid? Der Jedi, dessen Truppen mich auf Taris gerettet haben, es war Revan. Revan führte eine Armee an, um die Mandalorianer zu besiegen. Ihr wart das. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Als ich hörte, ihr wärt zum dunklen Lord der Sith geworden. Der Mann, der mich gerettet hat, hätte niemals der dunklen Seite völlig erliegen können. Tja, ich bedauere das Leid, das ich verursacht habe. Es ist gut zu wissen, dass ihr euch wahrlich geändert habt. Es gibt mir Hoffnung. Ich glaube nicht mehr, dass ich der dunklen Seite verfallen könnte. Ich muss nur euch anschauen, eurem Beispiel folgen. Und ich bin sicher, dass ich nicht scheitern kann. Auch übermäßige Selbstsicherheit kann zur dunklen Seite führen. Ja, das ist wahr. Ich schätze, das wisst ihr besser als ich. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Auch wenn ihr euch selbst einmal nicht mehr daran erinnert. Ja, Jorni, also hier nochmal sehr deutlich, wie formbar sie eigentlich für uns als Spieler ist. Mit Jorni können wir wirklich so ziemlich alles anstellen. Wir können sie auf Dantooine direkt umbringen. Wir können sie ja zum Licht führen, wie wir das hier gerade tun. Oder in die tiefsten Abgründe der dunklen Seite stoßen. Da haben wir tatsächlich einfach alle Möglichkeiten. Tja, dann wäre da noch der alte Mann. Du
hast doch was auf dem Herzen, oder? Was weißt du über diesen Ort? Fragen wir das doch einfach mal. Ha! Korriban ist ein Felsbrocken voller Ziff. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Los, gehen wir. Übersichtlich. Was wisst ihr über die Ziff? Das sind sehr böse Männer und Frauen. Da muss doch noch mehr sein, oder? Ja, natürlich. Sie kochen fantastischen Tee. Aber sag dem Rat nicht, dass du das von mir hast. Und irgendwas, was uns weiterhelfen könnte, weißt du wohl nicht, wa? Und wie kommst du auf die Idee, dass ich mehr über die Sith wissen könnte als du? Das ist nur so eine Idee. Du hast nämlich mal was davon gesagt, dass du mal gegen die gekämpft hast. Oh, das stimmt. Du hast gute Ohren. Danke. Und ich dachte, dass du wieder mal nicht zuhörst, als ich das Thema erwähnt habe. Ach, Quatsch. Na gut. Ja, ich habe gegen die Sith gekämpft. Damals, zur Zeit von Exar Kun. Vor 40 Jahren. Ist das wirklich schon so lange her? Ja, ja, das waren noch Zeiten. Wer ist Exar Kun? Ja, ein bisschen galaktische Geschichte. Warum nicht? Exar war ein Jedi, der verführt wurde von den Seelen der alten Sith. Er wollte die Republik zerstören und eine goldene Ära der Sith begründen. Von Naga Shado, wenn ich nicht täusche, der war es, der ihn verführt hat. Glaube ich. So wie Revan, also ich nehme ich an. Wurde er getötet? Er wurde besiegt, um genau zu sein. Aber im Prinzip ja. Allerdings bezahlten die Jedi für den Sieg einen hohen Preis. Sind das denn dieselben Sith, gegen die wir jetzt kämpfen? Die Sith sind so alt wie die Jedi. Vor einigen tausend Jahren nannten sie sich zwar nicht so, aber die dunkle Seite war zweifellos schon immer präsent. Hin und wieder sieht es so aus, als würde die helle Seite die dunkle Seite besiegen. Die wahren Sith wurden vor langer Zeit aus dieser Galaxis verbannt. Und trotzdem. Das Böse kommt immer wieder zurück. Exar Kuns Ende hieß nicht, dass die Sith nicht zurückkehren würden. Und genau das ist offenbar geschehen. Alle Jedi wussten das. Ja, und das mit den wahren Sith ist ein sehr interessanter Hinweis. Übrigens. Okay, und er hat natürlich auch insofern gesehen recht, das ist das große Dilemma des Star Wars Universums, dass es, wo Helligkeit ist, auch immer Dunkelheit gibt. Das heißt also, dieser dauerhafte Konflikt zwischen Jedi und Sith, der prägt dieses Universum wie kein anderer. Und tja, ist im Grunde eine Grundlage für immer wiederkehrende Kriege. Habe ich das mit Exar Kun schon gefragt? Ja, okay. Also gut, sagt mir, was ihr über die Sith wisst. Ein Sith denkt, dass er die Macht beherrscht. Aber tatsächlich beherrscht die dunkle Seite ihn. Aber das weißt du selbst. Mhm. Was geschah während des Krieges mit Exar Kun? Daran denke ich nur ungern zurück. Nachdem Exar Kun der dunklen Seite verfallen war, versuchte er, andere Jedi für sich zu gewinnen. Was uns überraschte und womit niemand gerechnet hatte, war, dass es ihm gelang. Unzählige Jedi schlossen sich ihm an und wurden selbst Sith. Warum sie es getan haben, verstehe ich bis heute nicht. Na, jedenfalls haben sie es getan und es kam zum Krieg. Schüler gegen Meister. Frieden Nutt, das war das, den verführt hat. Naja, gut. Ja, Schüler gegen Meister. Zu diesem Kampf ist es also gekommen. Das muss schwierig gewesen sein. Ja, mehr als das. Es war fast unmöglich. Wie bekämpft man jemanden, den man liebt? Bah, Schluss damit. Ich will mich nicht an damals erinnern. Ich dachte, ich hätte meine Trauer vor langer Zeit überwunden. Reden wir ein andermal über den Krieg. Nur nicht jetzt. Bitte lass mich für einen Moment allein. Da kann man noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar hat Exar Kun das Doppelklingen-Lichtschwert erfunden. Und er spielt in einem anderen Star Wars Spiel auch noch eine gewisse Rolle. Denn
Ja, nach seiner, oder als seine Niederlage absehbar war, hat er seine Armee und seinen Geist geopfert auf Yavin, auf dem Tempel, den er dort errichtet hat, oder in dem Tempel. Ja, und hat seinen Geist an diesen Tempel gebunden, so dass er später dann noch einmal eine Bedrohung für die Jedi werden konnte, beziehungsweise sein Geist, indem er eben in der dort eingerichteten Trainingsakademie von Luke Skywalker die Schüler verführt hat. Ja, interessant, oder? Spielt, glaube ich, in Jedi Knight eine gewisse Rolle. Bin mir aber nicht ganz sicher. Könnte auch in irgendeinem Buch gewesen sein. Ich meine, ich hätte es mal irgendwo gelesen. Also, Candorous, altes Haus. Ja, was liegt an? Erzähl mir doch nochmal was über diese Welt. Korriban ist eine Welt der Sith. So viel ist sicher. Seht euch das doch nur mal an. Angeblich soll der damalige Anführer unseres Clans, Mandalore, es dennoch gewagt haben. Man sagt, die Sith sollen dort angeblich mit fürchterlicher Magie experimentieren. Wollt ihr sonst noch was wissen? Nein. Auch gut. Ja. Mandalorianische Kriege hätte ich noch gern was drüber gewusst. Der Krieg, den wir gegen die Republik führten, war wohl der ruhmreichste Kampf unserer Geschichte. Aber er kam uns teuer zu stehen. Uns war gar nicht bewusst, wie viel wir dabei verlieren konnten. Wie viel habt ihr denn verloren? Die letzte Schlacht haben nur wenige von uns überlebt. Mandalore starb durch den Jedi Revan persönlich. Selbst der Beste von uns konnte ihn nicht bezwingen. Nach dieser letzten Schlacht mussten unsere Überlebenden ihre Waffen, ihre Rüstungen und ihre Basilisken abgeben. Die Truppen der Republik zerstörten sie und zwangen uns dabei zuzusehen. Wer nicht vorher geflohen war, dem blieb nichts. Keine Waffen, keine Rüstung, nur die Ehre, an einer verlorenen Schlacht teilgenommen zu haben. Für viele von uns war das noch nicht alles. Während der Rest in den Outer Rim ins Exil geschickt wurde, versuchten sie, die alten Tage wieder aufleben zu lassen. Welten überfallen. Sie sind heute nichts weiter als Banditen. Und so bist du schließlich nach Taris gekommen, ja? Ja, dann kam ich nach Taris. Als Vollstrecker für Davik zu arbeiten, war nicht gerade stimulierend. Die Banden auf Taris und Daviks Rivalen waren nur Abfall. Diese Leute erzeugten keine Spannung. Sie zu besiegen war keine Ehre. Es war eher so, als trete man auf ein paar Käfer. Ich suchte wirkliche Herausforderungen, doch selbst das Beste, was Taris zu bieten hatte, reichte mir nicht. Doch jetzt an eurer Seite finde ich hoffentlich wieder Gegner, die einen Kampf wert sind. Na, das ist auch richtig toll. Vielleicht erzähle ich euch später mal, wie das war, wenn man für Davik arbeitete. Doch jetzt sollten wir erst einmal weitermachen. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Ja, nicht. Auch. Können wir mal mit unserem Druiden nochmal reden? Aussage. HK-47 ist einsatzbereit, Meister. Ja, da kann man im Moment also auch nicht mehr machen. Wir könnten ihn halt, wie gesagt, reparieren, wenn wir entsprechend hohe Reparaturskills hätten, aber da sind wir im Moment bei minus 1. Das wird also eher schwierig werden, bis unmöglich vielleicht. Dann machen wir es uns stattdessen einfach. Sparen uns den Versuch einer unmöglichen Reparatur und ziehen mit unseren beiden Jungs hier los. Zwecks dessen legen wir nochmal ein Safe Game an. Faszinierend im Übrigen auch, dass wir hier ohne weiteres willkommen sind. Immerhin eine Welt der Sith, aber wir dürfen da ohne weiteres landen. Find ich nett. Ja. Hier eine Menge Computerterminals, aber wenig Möglichkeit auf irgendwelche Knöpfe zu drücken. Und auch sonst steht hier nichts rum, was man irgendwie klauen könnte, wie ich das sehe. Bedauerlich, bedauerlich. Da ist aber jemand. Hallo, Mechaniker. Schön zu sehen, dass die Hawk noch immer unbeschädigt ist. Ein wundervolles Schiff. Woher bist du denn, weißt du denn, was die Ebenhawk ist? Ach. Oh, ich habe das kleine Schiff schon oft gesehen. War früher ein Schmugglerschiff für die Tauschhändler, oder? Korriban ist weit vom Schuss, was die Tauschhändler sehr schätzen. Ihr müsst euch keine Sorgen darüber machen, dass ich irgendetwas sagen könnte.
Es kümmert mich nicht, was ihr mit eurem Schiff macht. Es ist nur so, dass die Hawk praktisch fürs Schmuggeln geboren ist. Mhm. Wer bist du? Ach, niemand Besonderes. Ich erledige nur die normalen Wartungsarbeiten an den Schiffen, die hier landen. Die Hawk war früher häufig hier. Aha, aha. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Sicher doch. Kannst du mir was über Korriban erzählen? Nicht viel. Wenn man der Wahrheit Genüge tun will, muss man sagen, dass der Planet ein ziemlich uninteressantes Nest ist. Außer natürlich, ihr gehört zu den Sith. Die denken wohl, dass der Ort hier etwas Besonderes sei. Und warum ist das so? Vermutlich sind es die ganzen Ruinen, die sie auf der Oberfläche gefunden haben. Deswegen haben sie dort auch ihre Akademie gebaut. Ich schätze, sie wollen da die ganzen Ruinen ausbuddeln. Mhm. Gibt's hier eine Sith-Akademie? Es kommen Leute von überall aus dem von den Sith beherrschten Weltraum hierher und wollen der Akademie beitreten. Man sagt, die meisten sterben dabei. Ziemlich grausig, die ganze Sache. Wie kommt man zu den Ruinen? Habt ihr schon jemals von einer Sternenkarte gehört? Eine Sternenkarte? Ihr meint sowas wie eine Navigationskarte? Schon, aber ein bisschen älter. Vielleicht in den Ruinen? Vielleicht haben die Sith ja eine Sternenkarte in den Ruinen gefunden, aber es hat nie jemand davon gesprochen. Aha. Nun gut. Korriban Sith-Akademie hat da, glaube ich, schon, wie kann man die Ruinen erreichen? Gar nicht. Außer ihr seid ein Sith und in der Akademie. Das ist doof. Die sind die einzigen, die sich dort aufhalten dürfen. Können wir nicht einfach alle umfinden? Die bezahlen Charker dafür, Dinge hinein und hinaus zu schiffen. Aber auch deren Schiffe werden streng überwacht. Und wie komme ich in die Akademie? Ich weiß es nicht. Es gibt eine Menge Bewerber hier, die hoffen, von der Akademie aufgenommen zu werden. Warum fragt ihr nicht einen von denen? Okay. Dann hau ich mal ab. Und passt auf euch auf. Yo ho ho ho, Chaka-Wache. Ah, hier sind wir auch bereits voll erkundet. Da gibt es einen Laden nach Korriban und die Kantina. Kendris, Shulibindu, Giovanni. Sternenkarte Korriban. Offensichtlich haben nur die Sith des örtlichen Klosters Zugang in die Ruinen an der Oberfläche. Wenn du in die Ruinen nach der Sternenkarte suchen willst, musst du also irgendwie durch das Kloster. Das Kloster. Ein Traum. Hallo, Chaka-Wache. Ah, sieh an, was führt ein Jedi denn in diesen Zeiten nach Korriban? Ich bin gar kein Jedi, oder wie, oder was? Na, euer Laserschwert verrät das aber irgendwie. Nur Jedi haben Laserschwerter, oder etwa nicht? In letzter Zeit kommen ziemlich viele Leute nach Korriban, um sich bei der Sith-Akademie zu bewerben. Unter anderem auch Jedi, die ihren Orden verlassen haben. Ich nehme die Sith sicher auf. Jedi, die sich von der hellen Seite abgewandt haben, empfangen sie mit offenen Armen. Kann ich mir irgendwie vorstellen, wa? Aber genug davon. Ich bin froh, dass die eben Hawk wieder hier ist. Ich habe das Schiff eine Weile nicht mehr gesehen. Da ihr unsere kleine Kolonie regelmäßig besucht, berechne ich euch nur 25 Credits Landegebühr. Ach, das sparen wir uns mal, oder? Vielleicht habt ihr recht, ein paar Kröten machen den Kohl auch nicht fett. Ja, dann sehe ich mal zu, dass ich weiterkomme. Und ich sehe schon, da kommt auch ein bisschen was auf uns zu. Nein, das ist falsch. Nochmal, ihr armseligen Anwärter könnt doch unmöglich alle so dumm sein. Bitte, Meister Shaadan, gebt uns eine Chance. Wir tun alles, um dir in die Akademie zu kommen. Ich bin kein Meister. Noch nicht. Aber das klingt gut. Na schön. Noch eine Frage, obwohl ich langsam die Geduld verliere. Nehmen wir einmal an, ihr seid alle Sith. Ich bin euer befehlshabender Offizier und befehle euch, einen Feind zu verschonen. Führt ihr den Befehl aus? Oh, natürlich, Shaadan. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir würden euch nie widersprechen. Nein, nein, nein. Denkt ihr wirklich, dass die Sith verweichlichte Feiglinge wie euch brauchen? Gnade ist eine Schwäche. Zeigt ein Führer Schwäche, ist es an euch, ihn zu töten, um wahre Autorität zu beweisen. Wahre Stärke. Deshalb sind die Sith so stark. Danke, Shaadan. Wir verstehen es. Gar nichts versteht ihr. Und ihr werdet es vermutlich auch nie verstehen.
Ihr würdet hier keine 5 Sekunden überleben. Die anderen Studenten würden euch zerfetzen. Ach, diese verdammten Idioten. Du da, Jedi. Du willst auch auf die Akademie, oder? Natürlich willst du das. Warum wärst du sonst hier? Na, um euch alle umzubringen. Diese Anwärter würden in der Akademie nicht überleben. Ich muss ihnen eine Lektion erteilen. Was schlägst du vor? Also, wenn dir nichts Grausames einfällt, hast du hier nichts zu suchen, Kleiner. Ihr haltet euch da raus. Ich könnte sie selbst töten. Das würde ihnen sehr viel Ärger ersparen. Oder soll ich ihnen die Haut abziehen? Wie wäre es mit einem Machtblitz? Sehr spektakulär. Natürlich kann auch eine gezielte Demütigung. Toll, dass sie das alle können, wenn man sich das mal überlegt, dass das mal so ein ursprüngliches Special Feature von Imperator persönlich war. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Warum denn? Was haben die getan? Wir haben nichts getan. Bitte helft uns. Ruhe! Es geht nicht darum, was sie getan haben. Entscheidend ist, was sie nicht getan haben. Sich würdig zu erweisen. Ich habe langsam genug von diesem Pack. Also bitte, was soll ich mit ihnen machen? Lass sie gehen. Das ist meine Entscheidung. Sie gehen lassen? Und was um alles in der Welt sollte mich dazu bewegen, das zu tun? Naja, ich bring dich um. Sie sind es doch gar nicht wert, dass ihr eure Zeit mit ihnen vergeudet. Vermutlich hast du recht, aber du bist genauso langweilig wie diese Idioten. Na gut, verschwindet. Und lasst euch das eine Lehre sein. Juhu! Und wieder ein gutes Tagewerk getan.